Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder ein Monat um. Wir haben den 1. September, es ist Sonntag. Ich nehme dieses Video auf just in time. Werde es bei diesem wunderschönen Wetter auch noch schnell fertig schneiden, online stellen und euch auf den aktuellen Stand bringen. Erstmal vorab, was ist passiert? So, wir gucken mal gemeinsam, beziehungsweise ich gucke mal, was wir eigentlich so in den letzten Wochen online gestellt haben. Es ist auf jeden Fall der Wahnsinn und ich merke, dass mit Kind geht die Zeit wirklich noch schneller rum, wie schnell diese Zeit fliegt. Also ich bin definitiv an einem Punkt angekommen, wo mein Tag gefühlt nochmal 12 Stunden mehr haben müsste, damit wir da überhaupt im Ansatz das Pensum schaffen. Weil viele von euch, oder ich denke, viele von euch kennen mich mittlerweile so gut, dass sie wissen, dass ich bin nicht dieser typische YouTuber oder Influencer, der sich den ganzen Tag lang überlegt, was für ein Content mache ich, sondern bei mir ist es eher so, ich überlege mir den ganzen Tag lang, wie kriege ich die Autos fertig und was muss ich bei mir in der Firma alles machen. Und daraus entsteht dann der Content. Ihr merkt, ab und an sind auch mal Lücken, wo es kein Video gibt, aber ich habe euch immer gepredigt, ich stelle keine Videos online, wenn sie keinen Mehrwert haben oder wenn sie halt einfach für mich einen Mehrwert haben. Ja, und das ziehe ich auch weiter durch. Und da ist es aktuell leider so ein bisschen so, dass wir die letzten 2 Monate, obwohl ich es mir vorgenommen hatte, wenig geschraubt habe. Kann auch am guten Wetter liegen. Aber es geht, da kommen wir später zu, im September geht es jetzt richtig rund. So, wir fangen aber als erstes mal an. Nur ganz kurz Zusammenfassung, was wie wo passiert ist. Direkt ging es los, Thema Abarth. Ist wieder voll eskaliert. Stehe ich aber voll und ganz hinter, weil ich der Meinung bin, mit diesen Umbaumaßnahmen, die wir jetzt in den nächsten Monaten mit dem Fahrzeug machen, wird dieses Auto nochmal eine ganz andere Liga sein. Das heißt, Pedalerie, Sitzposition, Lenksäule, Käfig, Getriebe, Hebeanlage, größerer Turbolader, komplette Gewichtsverteilung auf den Kopf stellen, Carbon und. Wenn dieses Fahrzeug wieder fährt, und es wird wieder fahren, weil ihr kennt mich, ihr wisst, wie sehr es mich reizt, mit diesem Fahrzeug Gas zu geben. Thema Vorder- und Hinterachse kommt auch noch. Das werden so kranke Videos in den nächsten Monaten, technisch gesehen, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin der Meinung, Real Talk, das Fahrzeug wird danach 5-6 Sekunden nochmal schneller werden. Glaube ich einfach definitiv. Die Kombination aus allem, das wird neue Liga. Und jeder, der viel auf der Rennstrecke unterwegs ist, 5-6 Sekunden sind Welten. Deswegen. Genauso wichtig ist dafür Simulator fahren. Wir haben ein Video gemacht, Simulator fahren, haben so ein bisschen Setups auf dem Bilster Berg mit einem Frontantriebauto rausgefahren und haben geguckt, wie viel es schneller wird. Ich verstehe es vollkommen, dass auf kurze Sicht dieses Video nicht so interessant ist für viele, weil wenn man selber keinen Simulator hat und selber nicht fährt, dann juckt einen das einfach nicht. Das ist genauso wie, wenn man selber nicht auf der Rennstrecke fährt, jucken einen auch Videos auf der Rennstrecke nicht. Das ist genauso wie mich nicht irgendwelche Fußballvideos jucken. Verstehe ich vollkommen, ist auch absolut nicht schlimm. Aber für uns ist dieser Simulator Gold wert. Für uns sage ich auch für Nico und auch für meinen Bruder, weil die fahren alle gerne. Und es ist tatsächlich krass, wie man auf diesem Simulator trainieren kann. Das hätte ich selber nie gedacht. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt. Ich war 2 Tage seitens Porsche eingeladen auf die Nordschleife. Ich habe mittlerweile die ersten 40, 50 Runden Nordschleife hinter mir und es ist unfassbar, wie gut und schnell ich mich auf dieser Strecke zurechtgefunden habe. Also ich kann euch nur den Rat geben, also ich kann euch jetzt nur aus eigener Sicht bestätigen, dass gerade wenn es um Thema Streckenkenntnisse geht, man gewinnt dadurch kein Gefühl fürs Auto, niemals. Aber wenn es um Thema Streckenkenntnisse geht und um das Thema zu lernen, wo die Strecke gefährlich werden könnte, dass ich in eine Kurve reinfahre und weiß, die macht zu, ein bisschen langsamer. Hier ist der Exit wichtiger als Entry. Das heißt, fahr mal die und die Linie. Oder hier ist eine Kuppe, pass auf, da kommt das Heck. Das lernst du auf dem Simulator natürlich perfekt und tust dich dann auf der Strecke definitiv einfacher. Da könnt ihr euch aber auf ein Video freuen. Meine ersten Runden Nordschleife mit einem speziellen Auto. Das war wirklich, das war wirklich geil. Dann kurz und knapp weiter. Bus, Game Over, jetzt bei knapp 500.000, der AT-Motor hat aufgegeben. Eigentlich hat nur der Turbolader aufgegeben, haben wir dann festgestellt. Und sind uns ziemlich sicher, dass ein Großteil des Ölverbrauchs durch den Lader kam. Aber natürlich müssen wir diesen Motor jetzt austauschen oder revidieren. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, den Motor zu revidieren. Das seht ihr in einem Video, ich denke mal nächste Woche, läuft er wieder. Wir haben hammerhart die Lader zu TTE geschickt, haben den Kopf überholt und haben den Block überholt. Und bauen das Ganze wieder zusammen und machen es doch auf unsere Low-Budget-Nummer. Mal gucken, ob man diesen Motor nicht weiter am Leben halten kann. Low-Budget ist falsch, aber
maximale Effizienz. Das heißt, nur das Geld ausgeben, was man wirklich ausgeben muss, damit man wieder einen Motor hat, der gut funktioniert. So, genauso sehe ich als nächstes Limo 2.0, jetzt liegt Saft an. Ja, es ist tatsächlich so, das Auto hat einen Kabelbaum, das Auto hat einen Knopf, man kann auf den Knopf drücken, das Display geht an und so weiter. In den nächsten Videos dazu könnt ihr euch darauf freuen, Thema Kraftstoffsystem, dass auch wir auf Knopf drücken und Sprit vorne ankommen. Und wir drücken auf den Knopf und der Motor dreht. Ob er dann läuft, ob er ölt und so weiter, werdet ihr sehen. Kurz eine Einschätzung für euch. Ich versuche das Ganze ein bisschen kurz und knapper diesmal zu halten. Was passiert dieses Jahr noch mit der Limo? Ich habe nach wie vor das Ziel, mit diesem Fahrzeug ein wirklich galaktisches Video rauszuschallern, dass dieses Auto fährt. Wir werden dieses Jahr keine Veranstaltung mehr mitfahren, aber ich werde mir einen Flugplatz mieten und werde auf jeden Fall ein bisschen fahren. Vielleicht mal einen Start machen, eine 100, 200 Zeit fahren. Vorher natürlich einmal auf dem Prüfstand zumindest alles einrollen. Und dann wird es auf jeden Fall nochmal ein Abschlussvideo mit allen Beteiligten geben an diesem Fahrzeug, wo jeder nochmal ein bisschen seine Meinung zu sagen kann und so weiter. Ich weiß, es hat jetzt in Summe lange gedauert, aber jedes Teil an diesem Auto ist so perfekt, dass ich glaube, wenn dieses Auto dann fährt, das schon relativ schnell liefern wird. Und ihr wisst, für mich ist immer wichtig, das Abliefern. Das haben unsere Autos bisher alle getan. Das heißt, ja, die Weichen sind gestellt. Ich habe nicht vor, dieses Jahr damit irgendwelche Veranstaltungen zu fahren, weil da sind wir wieder bei dem Themenkäfig. Das ist mir mittlerweile einfach zu riskant geworden. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, dass dieses Auto für uns fertig ist, dass wir damit dieses Jahr nochmal fahren, dass der ein bisschen Leistung drückt, dass wir ein paar bewegte Bilder haben und einfach mit einem Grinsen auf die Essen Motorshow kommen. Dann haben wir mal wieder wirklich extrem bei uns wirklich gute Videos, finde ich. Wir haben mal wieder ein Kassensturz-Video gemacht, Kassensturz Nummer 3, diesmal Marius Golf. Was hat der Golf gekostet? Also wenn ich euch interessiert, gerade mehr nicht Thema, was die Teile kosten, sondern wie viel Zeit und Liebe und Arbeit in dieses Auto gegangen ist, zieht es euch rein. Wir reden ganz offen drüber, wie viele Stunden, wie viele Euros und so weiter. Warum mache ich das? Gar nicht unbedingt, ich mache es gar nicht, um auf dicke Hose zu machen, wie teuer die Autos sind. Im Gegenteil, eher kriegt man ein schlechtes Gewissen, wie viel Geld in diese Autos reingeht. Ich finde aber eher, ich habe ein bisschen die Aufgabe, durch meine Plattform, durch die Reichweite, einfach den Leuten auch zu zeigen, wie viel Liebe und Geld in generell diesem Tuning steckt. Da meine ich gar nicht unsere Autos mit, sondern jeder andere Golf mit 1000 PS kostet das Gleiche. Und ich finde einfach, wenn ich so den einen oder anderen Hate-Kommentar im Internet immer lese, warum? Warum lasst doch den Leuten einfach ihr Geld, es ist ja ihr Geld, was sie in die Autos reinstecken, und ihre Zeit, und habt doch lieber ein bisschen mehr Verständnis dafür oder zeigt doch mal ein bisschen Respekt und Engagement und gibt halt eher mal einen Danke raus. Ne? Und da finde ich, das ist bei solchen Autos, wo auch viel Geld reinfließt, wo auch dieses Geld für die Person auch noch viel wert ist, weil es jetzt nicht irgendwie ein Milliardär ist, der sich einfach ein Auto bauen lässt. Da finde ich einfach, ein Grund, warum es so viele Hate-Kommentare bei sowas gibt, ist, glaube ich, eher, weil die Aufklärung fehlt und die Leute einfach kein Gefühl dafür haben und deswegen einfach so drauf losbrabbeln. Und deswegen finde ich, können wir mit solchen Videos schon einfach mal zeigen, dass natürlich es Geld kostet, solche Autos zu bauen, und das auch nicht wenig, und es deswegen umso besonderer ist, wenn man so ein Auto baut, weil jeder von uns gibt nicht gerne Geld aus, aber man muss einfach das Geld ausgeben, wenn man solche Autos bauen will. Das war unsere Intention damit. Dann ging es weiter. Ich habe von Ford für ein paar Wochen einen neuen Mustang gestellt bekommen. Guckt euch das Video auf jeden Fall an. Wir machen nochmal eine Infokarte hier rein, weil ich bin mit ganz wenig Erwartung an die Nummer rangegangen. Das Auto kostet auch nur 59.000 Euro neu. Kann aber wirklich schon sagen, dass ich überrascht wurde. Definitiv. Also sind schon echt viele Punkte, die wirklich mich an dem Auto überzeugt haben. Innenraum, Sound, generelle Verarbeitung. Zum Thema Fahren kann ich noch nicht so viel sagen, weil noch haben wir das Auto nicht am Limit getestet. Heißt irgendwie auf der Rennstrecke oder ähnliches. Aber wir sind noch nicht fertig. Thema getestet, Video, das letzte, was online gegangen ist. Ja, Benny durfte meinen BMW fahren. Habe ich immer gesagt, müssen wir mal machen, weil Benny ist einfach, wenn ich einen BMW-Fahrer suche, gibt es für mich zwei Leute, drei Leute gibt es für mich, die, wenn ich einen BMW-Fahrer suche. Das ist einmal Max, das ist einmal Matze, Malmedy, und das ist einmal Benny. Das sind so für mich die drei Inbegriffe von BMW-Fahrern. Und da Benny einen Prüfstand zur Verfügung hatte, waren wir mit dem Auto dann auch noch auf dem Prüfstand. Und ja, zieht es euch rein. Man sieht einfach das Strahlen in Bennys Augen, wie geil dieses Auto emotional ist. Also wenn man einen emotionalen Klassiker fahren will, der aber immer noch Saft hat, dann E46. Ist einfach so.
Geil. Ja, so wie schon mal dazu. Zusammenfassung. So, jetzt geht es weiter. Kurz und knapp, was machen wir nächsten Monat? Relativ einfach. Mein absoluter Fokus im September ist auf Thema, als allererstes geht es jetzt los mit Thema Halle. Die letzten Sachen. Wir richten uns unseren Bearbeitungsraum ein, so nenne ich ihn jetzt mal vorsichtig, da könnt ihr euch drauf freuen. Dann kommen die Hebebühnen und dann kommen die Werkbänke. So, das heißt, Ende September bin ich der Meinung, sind wir vollwertig ausgestattet mit einer Werkstatt. Das heißt, ich kann endlich meine Autos wieder auf eine normale Hebebühne nehmen. Ich werde als allererstes bei Limo das Kraftstoffsystem fertig machen. Ihr erinnert euch, da ist von unten dieser Alutank dran. Es wird so geil, das auf der Bühne fertig zu machen. Das heißt, Auspuff ausrichten, Achsen ausrichten, Motor verschrauben, Tank fertig montieren, weil da mache ich es ja so, dass ich den Tank komplett als ganzes Teil von unten ran setze. Kraftstoffleitung finalisieren, Ölleitung finalisieren, diese ganzen Kleinigkeiten, die Abende kosten werden, aber notwendig sind, dass das Fahrzeug dann am Ende wirklich fertig ist. Das heißt, da ist definitiv Prio im September, da bin ich auch wenig unterwegs im September, da ist die Prio auf Halle fertig machen. Wenn die Halle dann soweit ist, werde ich nebenbei natürlich Limo fertig machen, Bus fertig machen, Abarth soweit machen, dass der Abarth zum Lackieren kann. Weil ich muss natürlich den ganzen Innenraum neu lackieren. Das ist so der Punkt. Achso, rückwirkend eine Sache, die ich euch auch noch sagen will, ist die es noch nicht gesehen haben. Wir machen euch eine Infokarte rein. Ich habe bei Grip im Fernsehen. Ich weiß nicht, alle von euch sind so positiv gestimmt aufs Fernsehen. Ich bin es, weil ich finde, es ist einfach ganz anders zu gucken. Ich habe dort eine eigene Kategorie bekommen, den Grip Tuning Check. Ihr könnt euch über ein Tool online, über eine Homepage bewerben. Das schalten wir dann immer frei, wenn wir wieder Bewerber suchen. Und ich darf dann wirklich als einzelnen Beitrag, das muss man sich mal überlegen, es ist nicht irgendwie ein Vergleich von mehreren Autos, sondern ich darf alleine dieses Auto vorstellen. Das erste Auto ist online gegangen von Bedes, der RS3. Ich weiß, Bedes ist jemand, der ist laut im Internet. Das heißt, da gibt es viele Videos, die einfach, das Ding ist rotchrom foliert mit einer Dachbox, das will man da erwarten, ne? Sorry, deswegen, das darf ich auch so sagen, ohne dass ich es abwerten meine, weil ich mag ihn wirklich sehr. Und das Ding ist laut im Internet, Luftfahrwerk. Aber das Auto hat bei unserem Tuning-Check definitiv geliefert, weil es war tatsächlich so, Bedes ist zum Flugplatz Menne gekommen, hat gesagt, ey Philipp, mach was du willst, das Auto kann das. So, und dann sind wir da so ein bisschen unseren Parcours gefahren, unsere Strecke gefahren, waren ein bisschen auf der Bühne, haben uns Umbauten angeguckt. Und eigentlicher Punkt, was ich sagen wollte, ist, wir haben es mit diesem Tuning-Check tatsächlich geschafft von den Einschaltquoten her, die Sendung war ein Erfolg, die jungen Leute wieder so ein bisschen zum Fernsehen zu kriegen. Ich weiß, man muss nicht stolz drauf sein, Fernsehen zu gucken, weil es läuft wirklich viel Schwachsinn im Fernsehen. Aber es gibt halt auch viele Sachen, die man sich im Fernsehen angucken kann. Wie zum Beispiel, wenn Fußball-EM ist, wird der Fernseher auf einmal auch angemacht. Und so, bitte gebt dem einen oder anderen Grip-Beitrag, der mit Tuning zusammenhängt, auch eine Chance. Weil ich weiß einfach, euer Herz schlägt genauso für diese Autos wie für meins. Wie mein Herz für diese Autos schlägt. Und da wird es jetzt jede Menge Folge geben. Wir treiben das Spielchen jetzt immer weiter. Bald gibt es auch wieder eine neue Bewerbungsrunde, dann könnt ihr euch da bewerben. Und ja, es ist mir eine Ehre, dass ich das auf jeden Fall machen darf. Sonst sind wir natürlich schon so ein bisschen Essen Motorshow vorbereiten. Sind jetzt nur noch 3 Monate. Wahnsinn, wie das Jahr wieder umgeht. Wir wollen definitiv laufende Autos präsentieren auf der Essen Motorshow. Da zählt natürlich Limo an allererster Stelle dazu. Das ist einfach jetzt dann doch jetzt so langsam Ende des Jahres wieder absolute Prio. Weil Abarth wird dieses Jahr eh nicht mehr fahren, das schaffen wir eh nicht. Das heißt, das ist egal, das ziehe ich jetzt ganz in Ruhe durch. Aber mit Limo will ich schon gerne im Oktober eigentlich nochmal einen kleinen Rollout machen. Ne? Für viele wäre mit dem Thema Rollout das Projekt fertig, für mich nicht. Für mich ist aber der Rollout ein erstes Ziel für dieses Jahr, was ich gerne erreichen würde, was ich auch als realistisch sehe. Und dann kann man sich im Thema im Winter um Thema Sicherheit nochmal Gedanken machen. So, letzter Punkt, den ich gerne machen würde. Ich habe mal wieder bei Instagram eine kleine Umfrage gestartet und würde gerne mal wieder einfach ein paar Fragen vorlesen. Ich habe so lange immer gefragt nach Fragen. Das gucken wir uns jetzt auch als allererstes an im letzten Monatsupdate-Video, ob da interessante Fragen bei sind. Sonst haben wir aber definitiv Fragen auf Instagram. Was sagst du zur Insolvenz von BBS und Recaro? Ist das ein Zeichen für die Tuning-Szene? Also, erstens, meine Meinung, Zeichen für die Tuning-Szene. Ich vermute mal, die Frage wird darauf abzielen, dass es der Tuning-Szene schlecht geht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es der Tuning-Szene so schlecht geht, weil ich glaube nicht, dass wir aktuell in einem Punkt sind, wo die Tuning-Szene durch Polizei oder durch irgendwelche Gesetze, auch händlerseitig, so stark
kastriert werden, sondern ich glaube, dass es aktuell eher so ist, dass die Fans der Tuning-Szene ihren Kindern über Jahre nicht das Passende mitgegeben haben, dass auch die zu Tunern werden. Weil man darf immer nicht vergessen, jeder von uns, der Tuner oder Autoliebhaber ist, hat sich das nicht einfach so aus Taschen gezogen. Sondern das ist immer eine Sache, die ist man entweder von klein auf oder halt auch eben nicht. So. Und ich glaube, da war es jetzt einfach über Jahre so, dass dieser Fokus bei dieser Generation nicht mehr da war. Das kommt aber nicht davon, dass irgendwie man mit dem Auto öfter angehalten wird oder irgendwie man zum TÜV fahren muss, um was einzutragen. Ganz ehrlich, das allererste, was ich vor 20 Jahren gemacht habe fast mit meinem Golf 1 GTI, war auch zu gucken, wie kriege ich an meinem Golf 1 die Doppelweber-Vergaseranlage eingetragen. Da hat sich nichts geändert seitdem. Das war schon immer nervig, das wird immer nervig bleiben und das ist auch immer so. Deswegen glaube ich eher, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, Vorbild sein für seine Kinder. Selbst wenn es nicht die eigenen Kinder sind, weil man keine eigenen Kinder hat, dann für die jüngere Generation und eher die jüngere Generation so ein bisschen mal mit an die Hand nehmen und einfach mal mit zu einem Trackday nehmen, mit in eine Halle nehmen, Auto waschen, mit der jüngeren Generation mal Auto waschen. Ich glaube eher, dass da der Punkt ist, warum Tuning nicht mehr so gefragt war. Meine persönliche Meinung ist allerdings, der Tiefpunkt ist erreicht und jetzt geht es definitiv wieder bergauf. Also ich merke zumindest in meinem Umfeld, dass das Interesse an Oldtimern, an Tuning, an nicht ganz so neuen Autos, weil es gab auch Zeiten, wo jeder unbedingt nur die neuesten Autos haben wollte, so ein bisschen sich wieder ein bisschen geändert hat. Das heißt, alte Sage, nach jedem Tal kommt ein Berg und nach jedem Berg kommt wieder ein Tal. Ich glaube, das Tal sind wir durchgefahren und jetzt geht es langsam wieder bergauf. So, dass BBS und Recaro insolvent sind, man darf immer nicht vergessen, manchmal ist auch ein Unternehmen so tief in alten Strukturen festgefahren, dass die Insolvenz der einzige Ausweg ist oder die einzige Möglichkeit von Änderungen ist. Das heißt als Beispiel, wenn man Investoren sucht, man findet Investoren während einer Insolvenz, wenn ein Insolvenzverwalter dazwischen steckt. Oder bei Recaro ist es zum Beispiel so, die haben die Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Das heißt, da gibt es keinen Insolvenzverwalter. Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten, das Unternehmen neu zu strukturieren, sich einen Investor reinzuholen, der vielleicht 50% hält, 5% hält, 10% hält, der neues Know-how mit reinbringt, der neue Strukturen mit reinbringt. Es kann halt leider immer passieren, gerade wenn man von den großen Konzernen abhängig ist, wenn die mal sagen, ey, wir bestellen heute nicht und man hat auf einmal 70% weniger Umsatz, ja, das machst du halt 1-2 Monate und irgendwann ist halt einfach Konto leer, kein Geld da und man ist verpflichtet dazu, also am allerwichtigsten für ein Unternehmen ist natürlich immer seine Abgaben abzuführen, das heißt Krankenversicherung, Rentenversicherung, Löhne und so weiter. Wenn man das irgendwann nicht kann, dann musst du halt zwangsweise Insolvenz anmelden, sonst sind halt die Geschäftsführer haften da privat halt auch für, ne? Für Posten, die gegenüber Dritten offen sind und man in so eine sogenannte Insolvenzverschleppung einfach reingerätscht, ne? Deswegen glaube ich, ja, ist das auch eine Möglichkeit für was Neues, definitiv. Die eigentlich nur positiv sein kann. Was ist eigentlich aus der E36-Karosse geworden, die baden gegangen ist? Eventuell habe ich News verpasst. Nee, hast du keine News verpasst, ist vollkommen richtig. Die ist soweit durchgeschweißt, seit 4 Monaten. Ich habe jetzt aber wirklich lange tatsächlich auf einen Überrollkäfig von Wichers gewartet. Der ist letzte Woche angekommen und sobald ich Zeit habe, geht es da tatsächlich auch weiter mit Thema Käfig. Jetzt denkt bitte nicht daran, dass das schon wieder so eskaliert, dass da ein Vollkäfig rein muss. Nee, ich habe mir aber was überlegt, so ein bisschen im Stile von einem GT3 RS oder so, also von einem aktuellen Auto, dass es eine Käfig-Erweiterungsmöglichkeit gibt, dass wenn ich das Auto so nutzen will, wie ich später nutzen will, mit einem guten Gewissen nutzen kann. So, ein Kommentar, da will ich einfach kurz drauf eingehen. Den habe ich hier nur durch Zufall gerade zwischen eher spät. Limo läuft erst 2030. Wirklich viele Kommentare so. Ich weiß ganz viele von euch werden mich gleich wieder unterstützen, werden sagen, ich brauche nicht drauf eingehen. Ich will euch nur einmal die Augen öffnen, weil der Kommentar da drunter ist, wenn überhaupt nochmal, sobald die Limo fertig ist, brechen die Zuschauerschalen zusammen.
bliblablub, sehe ich komplett anders. Wenn ich diesen Channel maximal erfolgreich betreiben wollen würde, dann würde ich natürlich nur den ganzen Tag lang hoch runter Limo schrauben und fertig machen. Aber warum? Weil das bin ja nicht ich. Es geht ja bei diesem Channel, wie der Name auch schon sagt, um mich als Person und mein Leben. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei diesem Channel erst für Limo steht, als Überbegriff. So, ne? Auch die ersten Videos auf diesem Channel waren nicht von der RS4 Limo, sondern andere Sachen. Sondern es geht einfach generell um meine Projekte. Und das muss man den Leuten auch klar machen und beibringen. Das haben auch 99,9% dankend wirklich so akzeptiert und haben gleich gesagt, ey Philipp, deine Autos, dein Schrauben, mach dein Ding einfach, wird schon fertig werden, wird geil. Weil eine Sache, die will ich dann immer nur richtig stellen, ist, es ist ja nicht so, dass ich jemand bin, der Projekte aufgibt oder verkauft. Nee, wir machen alle Autos irgendwann mal fertig. Aber halt, es dauert halt ein bisschen. Und dass die Leute denken, es wäre Absicht, das Limo-Projekt so in die Länge zu ziehen, das ist halt wirklich kompletter Quatsch. Weil jeder, der im Ansatz ein bisschen YouTube verfolgt und so weiter, weiß, wenn man das Ganze maximal erfolgreich betreiben will, dann ist gerade Länge extrem schlecht. Sondern es muss so laufen wie bei unserem E46-Projekt, dass das Ding wirklich wochenweise News gibt und das Auto innerhalb von 10 Wochen fertig ist. So betreibt man YouTube erfolgreich und nicht über Jahre. Weiß ich natürlich. Also ich weiß es selber. Ich wollte es nur den Leuten, die das so in die Kommentare schreiben, so nach dem Motto, das wird mit absichtlicher Länge gezogen, ist kompletter Bullshit. Im Gegenteil. Das Einzige, was in die Länge gezogen wird, ist das ganze Projekt, weil es halt einfach aber auch so geil wird und es so viele andere Sachen drumherum geht, dass es halt definitiv nicht so ist, dass ich in der Halle bin und Langeweile ab und Däumchen drehe, sondern einfach nur ich meine Träume verwirkliche und den Traum, meine Traum RS4 Limo wird auch irgendwann da stehen, wird auch dann liefern, aber es dauert halt ein bisschen, weil natürlich Familie, andere Projekte, Firma, Zukunft und so weiter in dem Fall natürlich Vorrang haben, weil wie ich ganz am Anfang in dem Video schon gesagt habe, ist YouTube bei mir, also ich bin kein YouTuber oder Influencer, der jetzt unbedingt diesen Content braucht, sondern ich brauche, das Einzige, was ich brauche, ist die Schrauberei und die Liebe zum Autos und der Content, der dabei raus entsteht, der ist halt für euch da, ne? Audi S4 B5, was hältst du von den aktuellen Preisen? Grüße, Luca. Das ist ganz einfach, da mache ich einfach mal kurz mobile zu auf, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie krass die Preise da jetzt sind. Wir haben ja neulich schon mal in einem so einem Top-3-Video von so Fachzeugen so ein bisschen geguckt, wie die Preise stehen. Und da fand ich, ehrlich gesagt, standen die echt gut. Also, ich formuliere es anders. Ich habe früher schon immer gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die Autos wirklich maximal underrated sind, preistechnisch, weil es einfach geile Autos sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass die preistechnisch jetzt so langsam anziehen, weil es halt wirklich keine guten Autos davon mehr gibt. So, Audi S4, 98 bis 2000. Da kommen schon mal 58 Fahrzeuge. Das ist nicht wenig. Es ist aber auch nicht mehr. Also es ist ungefähr so wie immer. Sortierung, niedrigste zuerst. Ich weiß nicht, wer von euch auch so ist, aber es ist, glaube ich, gang und gäbe, dass man mobile ersten zuerst macht. Oh, okay. Das ist krass. Der erste günstigste S4 B5 kostet 6,5. Der zweite kostet 6,8. Und dann sind wir schon recht schnell bei 10. Okay. Also, gute Autos, was heißt gute Autos? Autos fangen bei 10 an. Wenn mich jetzt einer gefragt hätte, hätte ich gesagt, die Autos fangen nach wie vor bei 5 bis 7 an. Die Zeiten sind definitiv vorbei, fangen bei 10 an. Das heißt, meine persönliche Meinung ist, jemand, der jetzt gerade Geld hat und so ein Auto sucht, kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Das ist nämlich der Punkt, wo es jetzt losgeht, dass die Autos endlich einen Wert bekommen. Weil ganz ehrlich, das ist ein V6 Biturbo, Quattro. Das ist eine geile Technik, das ist ein geiles, seltenes Auto, das ist eine Ikone. Selbst dafür sind 10.000 Euro noch viel zu wenig. Und meistens ist es so, wenn die Autos anfangen teuer zu werden, dann hat man immer noch die Möglichkeit, gute Autos preismäßig in der Mitte zu kaufen. Das heißt, vielleicht hat man jetzt mal die Chance, einen richtig geilen, ehrlichen S4 für eine 15 zu schnappen. Den gibt es natürlich nicht von heute auf morgen, wenn ihr einfach das Telefon aufmacht und reinguckt, sondern muss man hinterher sein und suchen. Das sind dann aber Autos, die ich definitiv in ein paar Jahren, also das wird jetzt so weitergehen wie mit S2 und RS2, dass irgendwann fangen sie bei 20 an und irgendwann sind sie dann aber auch gar nicht mehr auf dem Markt, weil die Leute die Autos sich wegstellen und so. Ne? Finde ich geil, schlägt mein Herz für. Ich finde die Autos cool und ich finde es auch cool, dass sie im Preis so steigen. So, dann natürlich ganz viele Fragen. Wie geht es mit Bus weiter? Wie geht es mit Limo weiter? Bin ich schon drauf eingegangen. Wann ist das Rennen mit der Limo gegen Supergolf von JP? Ja, ich denke, ihr habt mitbekommen. Erstens, Limo noch nicht fertig. Zweitens, Supergolf gibt es nicht mehr. Der wird umgebaut, neue Karosse, neues Auto. Das heißt,
Ich weiß nicht, ob er dann immer noch Super Golf heißt. Weiß nicht, ob Jean-Pierre das selber schon weiß. Aber wir werden das auf jeden Fall noch machen. Definitiv. Ist so ein Punkt fürs nächste Jahr. Ihr seht ja, es tut sich viel auch in neuen, ja, ich will nicht sagen in neuen Projekten, aber in neuen Wegen. Und da ist definitiv ein Ziel für mich, was dieses Jahr vollkommen unrealistisch gewesen wäre, aber für nächstes Jahr ein bisschen mehr wieder die Autos zu fahren und zu vergleichen, einfach mal einen Flugplatz zu mieten, ein paar Leute von euch einzuladen und so ein bisschen Content zu machen. Gute Frage, habe ich schon ein paar Mal erklärt, trotzdem. Warum so ein radikaler Innenraum bei der Limo? Warum nicht in der Originaloptik verstecken? Ganz einfacher Punkt. Bisher war es so, dass dieses Auto für mich ein reines Rennauto wird, also ein reines Eventauto. Und da habe ich halt durch den Arbeit gelernt, dass alles, was du dort an unnötigem Gewicht reinhaust, das Leben nur kompliziert macht. Das heißt, warum soll ich den Innenraum so zuklatschen mit meinen ganzen geilen, coolen Teilen, wenn ich diese Teile A nie wiederbekommen werde und zweitens das Auto dadurch langsamer wird. Weil eine Sache ist ja klar, es geht ja bei dem Auto wirklich nur darum, am Ende maximal schnell zu sein und da brauche ich halt nun mal keinen Himmel, keinen Teppich, keine B-Säulenverkleidung und so weiter für. Das heißt, was ich in diesem Auto brauche, ist Thema Sicherheit. Wenn ich da bald mit losknalle, Beispiel, angenommen, vielleicht will ich nochmal 400 fahren, bei 400 brauche ich definitiv einen guten Gurt und einen Käfig, aber nicht unbedingt einen Himmel und einen Teppich. So, jetzt könnte man natürlich die eierlegende Wollmilchsau bauen und einfach wieder alles zusammenbauen, wie das alte Auto. Dann kommt man immer nur an 90% seiner Ziele ran, weil das Ziel, was ich leistungs- als auch performancemäßig habe, da sind 1-200 Kilo wirklich Welten. Und da musste ich leider Abstriche machen und deswegen ist es bisher so, dass wir das Ding mit dem eigenen Stil auf cool ein bisschen racy bauen, aber wartet mal ab, wie das noch so wird, weil ich sage ja selber auch immer, der schwarze Innenraum gefällt mir so nicht, da muss noch was kommen, aber da wartet mal ab, das wird auf jeden Fall gut. Da sind wir nämlich auch bei dem nächsten Punkt, für wann ist der Käfig-Zelle für die Limo geplant? Auf gar keinen Fall jetzt vor S-Motorshow und so weiter schaffen wir nicht, sondern dann ganz in Ruhe im Winter. Wann kommt wieder meine Top 3 bis 10.000 Euro? Finde ich cool, dass hier mittlerweile echt viele Fragen in der Richtung sind, weil das war eine neue Videoreihe, die war aufrufemäßig erst gar nicht so stark, das war mir aber auch bewusst vorher, weil sowas muss ich erstmal etablieren. Ich glaube auch, dass das neue Zuschauer, also das sind andere Leute, die sowas gucken, die vielleicht nicht Bock auf Tuning haben, aber Bock haben, sich ein neues Auto zu kaufen. Ist ein guter Punkt, könnten wir diesen Monat definitiv mal wieder ein Video machen. Nitro Olympics 25 mit der Limo, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, bei Nitro Olympics muss man wirklich sagen, das ist die Oberliga, die Creme de la Creme, da sind wirklich nur die krassesten, geilsten Viertelmeile-Autos, da bin ich Lichtjahre von entfernt, aber ich habe die Bilder gesehen, was bei den Nitro Olympics, für die, die das jetzt gerade nicht kennen, das ist so das professionellste Viertelmeile-Rennen in Deutschland, in Hockenheim. Was war da bitte los? Die Ränge waren bis in die Nacht voll. Es war eine geile Stimmung. Also für mich definitiv nächstes Jahr eine Pflichtveranstaltung, Nitro Olympics. Das war echt richtig krass. Moin, hast du schon die Höchstgeschwindigkeit deines B7 getestet? Ja, bei dem B7 ist es tatsächlich so, dem fehlt oben raus die Leistung als auch die Drehzahl. Der fährt dann wirklich so, also ich bin, glaube ich, mit dem B7 schon mal GPS 297 gefahren, also 300 hat mein Kombi nicht geschafft und das ist dann aber wirklich so 8000 Umdrehungen Dauervollgas. Faustformel war immer, man braucht 400 PS zum 300 fahren, also echte GPS. Jetzt hat er RS4 halt dicke Backen. Das heißt, der wird aerodynamisch jetzt nicht so gut sein. Das heißt, ich denke mal, wenn man es wirklich drauf ankommen lässt, wird der so 305 vielleicht fahren, vielleicht 310, aber mehr macht er auf gar keinen Fall. Wie lange machst du schon YouTube und wie ist es zu deinem Hobby gekommen? YouTube mache ich seit 2018. Einfach nur war so die Zeit, ich habe angefangen, Foren, Facebook, Instagram und dann war es halt einfach so, dass der Content immer länger und ausführlicher wurde und ich habe halt einfach gesagt, okay, let's do it. Testen wir es einfach mal und gucken, was da rauskommt. Zum Thema Hobby bin ich folgendermaßen gekommen. Ich kann es gar nicht erklären, aber ich sehe es nur meinem eigenen Sohn. Glaube, man kriegt diese massive Liebe für Autos einfach in die Wiege gelegt, weil die Eltern einfach beide fasziniert sind von Autos. Und dann hat man das automatisch. Also automatisch denkt man nur an Autos, an Motoren, Papa, Auspuff, Gas geben und so weiter. So war es bei mir definitiv. Ich war immer der hinten auf der Rücksitzbank saß und nach hinten geguckt hat, ob irgendwelche Autos kommen. Und als erstes, wenn ein Auto irgendwo rumstand, auf den Tacho geguckt hat, bis wie viel geht der Tacho, weil mein Indikator dafür, wie schnell das Ding war.
Weil das waren ja damals auch noch nicht so die Zeiten mit Handy, man informiert sich über die Autos, sondern man konnte sich nur über die Autos informieren, indem man im Gespräch Sachen lernt. Das heißt, der eigene Vater musste einem erzählen, ey, das ist ein Golf 3 V6, der fährt 2,30. Und dann guckst du da rein und dann hast du halt ein Tacho bis 2,60 oder 2,40 oder so. Ne? Ich weiß noch, Tacho über 200 war damals schon immer Rakete. Und da ist es wirklich bei mir einfach so über die Jahre hat sich das einfach entwickelt. Ja, ganz viel Limo, ganz viel Rennstrecken-Content. Wie teuer war der Umbau von der Limo bis jetzt? Auch da wird es natürlich ein Kassensturz-Video geben, sobald es soweit ist. Denke mal, realistisch, auch Ende des Jahres, wenn das Auto dann fährt und läuft und so weiter. Warum keine Vlogs mehr? Keine Vlogs mehr kann ich so gar nicht bestätigen, weil so den einen oder anderen Vlog haben wir jetzt ja schon gemacht. Sei es hier in Le Mans gewesen, beim 24-Stunden-Rennen und so weiter. Ich glaube, es hängt eher ein bisschen damit zusammen, dass ich ja gesagt habe, ich will aktuell mehr Zeit in Hannover verbringen. Das heißt, Halle, Familie, Firma etc. Da kann ich halt schlecht Vlogs machen, weil Vlogs war ja eigentlich mehr so immer on Tour. On Tour heißt auch so Firmenbesichtigung und sowas. Das wird jetzt im Winter wieder kommen, aber jetzt im Sommer musste ich definitiv erstmal Halle durchziehen, die Autos machen und so weiter. Glaubst du, der RS4 B5 steigt noch weiter im Preis? Ganz klares Ja. Definitiv. Ich sage nach wie vor, da ist der Zenit noch lange nicht erreicht. Ich sage, die Autos sind immer noch underrated, was den Preis angeht, weil es sind einfach verdammt geile Autos. Ich war ja in Spanien und durfte ein RS4 mit ganz wenig Kilometern mal fahren, den Originalen. Und ich sag euch, man setzt sich in so ein 20 Jahre altes Auto rein, 25 Jahre altes Auto fast, und ist trotzdem wieder noch begeistert, wie das fährt. Natürlich ist alles ein bisschen weicher und ausgelutschter und so weiter, aber die Emotion und wie das Auto bockt, finde ich nach wie vor, ist wirklich eins der Autos, die man als Klassiker kaufen kann und da wirklich, wirklich jede Menge Fahrspaß mit hat. Eine letzte gute Frage. Wie schaffen es Motorradmotoren, solche unheimlich hohe Drehzahlen zu erreichen? Das ist eigentlich relativ einfach, weil die Motoren einfach genau dafür so gebaut werden. Das heißt, erster Punkt ist schon mal Thema Hubraum. Ihr habt einen 4-Zylinder-Motor mit 1000 Kubik. Das heißt, pro Zylinder 250 Kubik. Bei einem Automotor hat man ganz oft pro Zylinder eher 500 Kubik. Das ist schon mal doppelt so hoch. Ne? Und das bedeutet, alles ist viel, viel, viel schwerer. Und am meisten entscheidend ist der Hub. Also wie der Kolben hoch und runter geht. Weil der Hub ist ja die Drehzahl. Umdrehung pro Minute. Eine Umdrehung heißt einmal Kolben hoch, runter. Das ist der Hub. Wenn ihr doppelt so viel Drehzahl haben wollt, muss der Hub halb so groß sein, weil es gibt halt einfach eine mechanische Belastungsgrenze für einen Kolben von der Geschwindigkeit, wie der hoch runter geht. Das ist die sogenannte Kolbengeschwindigkeit. Da gibt es eine maximale Kolbengeschwindigkeit für. Die liegt, das wird immer, immer mehr. Früher hat man immer so als Faustformel gesagt 26 Meter die Sekunde. Wenn ich jetzt bei Google einfach mal maximale Kolbengeschwindigkeit eingebe, dann denke ich mal, geht das schon in Richtung 30 Meter die Sekunde so langsam, weil einfach die Materialien, es wird einfach alles viel, 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 viel besser. Ne? Rennmotoren der Formel 1 werden mit 25 Meter die Sekunde angegeben. Okay. Ja, also ich weiß, zum Beispiel VR ist ein Beispiel dafür. Der VR6 hat viel Hub, 90,3. Das ist eigentlich schon viel Hub. Und wir drehen Marius Motor 9000 Umdrehungen. Da sind wir von der Kolbengeschwindigkeit her wirklich krank unterwegs. Und es funktioniert aber auch. Liegt aber, glaube ich, daran, dass früher gab es nur Saugmotoren. Und Saugmotoren waren dafür bekannt, dass man sie immer auf hoher Drehzahl fährt. Beste Beispiel ist ein Rennmotor in einem Rennauto oder ein Motorradmotor. Den fährt man immer auf hohen Drehzahlen und da kommt man halt einfach dahin. Das heißt, lange Rede, angenommen, ihr dreht einen Motor mit 2 Liter Hubraum, 8000 Umdrehungen, dann könnt ihr, wenn ihr den Hub halbiert, habt ihr nur noch 1 Liter und könnt dafür aber bei gleicher Belastung des Kolbens doppelt so hoch drehen. Das ist der erste Punkt, das ist der Rumpf. Der zweite Punkt ist einfach der Zylinderkopf darüber, der mit den Ventilfedern auch so drehzahlfest sein muss. Und dann der letzte Punkt ist auch noch der Ketten- oder Zahnriemtrieb von diesem Motor muss auch noch die Drehzahl abkönnen. Und da ist es bei Motorradmotoren, also erste Kerngröße ist halt der Hubraum wenig, zweite Kerngröße ist oben die Köpfe. Das sind alles Motoren mit Kipphebeln, die halt drehzahlfester sind als welche mit Tassenschlüssel. Und somit sind Motorradmotoren einfach von vornherein drehzahlfester ausgelegt. Letzte Frage.
Warum kein Dreckraum für ganzes Auto in der Halle? Ist eine gute Frage. Habe ich mir auch erst dann Gedanken zugemacht in dem Moment, als ich den Abarth nicht in der neuen Halle flexen und schweißen wollte. Bin ich auch an der Lösung dran? Kann man ohne Probleme, ihr habt ja in den Videos bisher gesehen, da sind noch so ein paar Räume im Hintergrund, die man noch gar nicht so kennt. Da komme ich aktuell nicht mit dem Auto rein, aber ich sag mal so, ein Tor, ein kleines Rolltor in der Halle ist ja schnell gemacht, ne, bei den Trockenbauwänden. Weil, wenn man ehrlich ist, ist es natürlich schon cooler, wenn die Kisten alle an einer Stelle sind und ich als Beispiel in der Halle nur ein Tor hochfahre, das Auto reinschiebe und in dem Moment auch da flexen kann. So, ist wieder ein bisschen länger geworden. Vielen, vielen Dank. Schreibt einfach eure Meinung in die Kommentare. Kurzes Update, kurz. Ist doch wieder ein bisschen länger geworden. Ich bin glücklich. Ich wünsche mir, dass ihr auch glücklich seid. Weiterhin viel Spaß am Tuning. Es geht bergauf, es wird richtig geil. Und ja, jetzt genieße ich noch den Rest vom Sonntag. Ne, erst mache ich das Video noch fertig, dann genieße ich Sonntag und dann sehen wir uns morgen auch wieder, beziehungsweise übermorgen. Ciao und bis zum nächsten Mal.